mich weg wie eine Feder. Sie nannten ihn Knochenbrecher. Fang ist der Junge mit dem sanften Blick und dem harten Schlag. Du bekommst gleich Besuch. Ich leg dir deinen dicken Freund her. Ein Griff in die Kiste mit den faulen Tricks. Hör auf, das ist Leichenschändung. Ein gelber Hammer, der voll ins Schwarze trifft. Aufhören. Du wirst noch von mir im Staub kriechen, du Wanze. Hey. Asiens Karate-Tiger schlagen erbarmungslos zu. Doch diesmal treffen sie mit tödlicher Sicherheit die Lachmuskeln. Der Kranich greift an. Ja. Doch auch ein komischer Vogel ist nur so lange lustig, bis er seine Krallen zeigt. Oh, meine Finger! Die Fingerweiche hast ja die Zähne. Mit List und tausend Tricks gibt ein altes Schlitzohr einem jungen Draufgänger den letzten Schliff. Sie nannten ihn Knochenbrecher. In der Hand eines mit allen Wassern gewaschenen Kung-Fu-Meisters wird sogar ein harmloser Scheuerlappen zur gefährlichen Waffe. Ich werde dich ausbilden. Darauf trinken wir. Zu Befehl, Meister. Wenn du richtig trinken kannst, wirst du auch gut kämpfen lernen. Hey, langsam, sauf mir nicht alles weg. Sie nannten ihn Knochenbrecher. Bei Opas Spezialtraining bekommt auch Fangpupillen flattern. Doch der Alte lässt nicht locker, bis seine Muskeln wie Stahl sind. Das ist die Quälerei, Meister. Ich bin so voll, dass ich jeden Gegner schon mit meiner Fahne aufs Kreuz lege. Mit Bronzefaust und Donnerfuß lässt er die Kiefer knacken und die Knochen knirschen. Sitzt du bequem? Das nennt sich Fuchstechnik. Der absolute Höhepunkt der Kung-Fu-Welle. Ein Rundschlag auf ihre Lachmuskeln. Sie nannten ihn Knochenbrecher.